ein Noob auf dem Schlachtfeld. Tag 35. Altai. Oder Altai, wie man es auch immer aussprechen mag. Eroberung. Wir sind immer noch auf China Rising unterwegs. Ich kenne die Map natürlich wieder überhaupt nicht. Das wird wahrscheinlich dann wieder ein sehr großes Genube werden. Also das größte Problem, wenn man wirklich auf den Maps ist, die man gar nicht kennt, hat man arge Probleme. Ich würde gerne mit einem Panzer oder so mitfahren. Mit dem da zum Beispiel. Da, ja, oder? Ja, schade, der ist voll. Kann ich mal irgendeiner vielleicht Panzer fahren? So. Ja, komm, ich steig mal mit ein. Ah, Ton ist da. Und ich fahre hier einfach mal fröhlich mit. Und gucken wir mal, was geschieht. Ui. Vor allem, wo er mich hinfährt. Es sind schöne, große Maps, viel weite Fläche. Tendenziell eigentlich etwas, was einem kleinen Sniper entgegenkommen sollte. Ich bleib auch mal hier einfach drinnen sitzen. Ja, schießt hier mal fröhlich. Hui, Sightseeing-Tour! Und zu ihrer Linken sehen sie einen Mountain Lion! William Mountain Lion! Oh mein Gott. Na, okay. So, mal gucken, wo uns hinfährt. E meint, unser Auftraggebende wäre das momentane Ziel. Oh, hier wird es anscheinend etwas lustiger. Da ist einer. Hey, ich habe ihn gesehen. Habt ihr ihn auch gesehen? Da oben! Und da hinten ist noch einer. Eine Methode. Ich markiere hier einfach. Werde aber auch gleich aussteigen, glaube ich. Und versuchen mitzumischen. So, dann kicken wir mal. Ne? Da. Verdammt, der ist doch rein. Ist der irgendwo reingegangen? Ich sehe es nicht. Da oben sind auf jeden Fall welche und das gefällt mir nicht. Ach, verdammt! Ah, ich brauche endlich den Geradezug für diese Waffe, damit ich etwas schneller bin. Und zur Not auch mal einen zweiten Schuss nachsetzen kann. Gut, gucken wir mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Ja, Panzerwagen ist nicht gerade etwas, was ich gerne sehen möchte. Wow, da rumst es auch schon wieder gewaltig hier im Karton. So, mal gucken. Ob hier keiner... Messer, verdammt! Ah, schön, bist du... Das Ding ist ja auch geil. Miu, das ist ein Avatar, der Panzer. Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Oh. Oh, sehr nice. Muss ich zugeben, sehr nice. So, ich hätte jetzt ein Motorrad, mit dem ich natürlich fahren könnte schon wieder. Na, dann tun wir es doch auch mal. Yeah, auf wie geht's. Moped fahren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre. Ich gucke mir einfach mal die Karte so ein kleines bisschen an. Hoffe. Hui! So. Warte mal, hier sollte direkt vor meiner Nase gerade einer sein. Und wo kommen denn die ganzen Schüsse hier zum Teufel? Gut, so. Wir fahren mal nach dem, mein Freund. Ich hoffe, du machst dich auf den Ritt deines Lebens. Ach, er ist gar nicht drauf eingestiegen. Hat doch keinen Bock gehabt, mit mir mitzufahren. Kann ich sogar verstehen. Wäre ich auch nicht. So, machen wir hier mal den da. Ja, schade. Da hätte ich jetzt noch gehofft, dass die C4 zündet. C4 ist ja schon eine Claymore. Dafür war es auch wohl in eine falsche Richtung gelegt. So, da könnten wir reingehen. Das sieht brauchbar aus. Und jetzt will ich hier auch mal versuchen. Da unten sind auf jeden Fall ein paar nette Leute. Okay, rennen mit uns.
Ich kenne immer noch die Entfernungen so schlecht einschätzen, weswegen ich ja den Rangefinder so sehr mag. Yeah! So, bloß den habe ich mal gehittet. Ach du grüne Neune! Wo kam der denn her? Nice! Nice, auf die Entfernung. Respekt, sage ich da mal zu. So, ich gehe mal hier hin. Habe ich zwar weite Strecke zu laufen gegebenenfalls. Aber hier oben sollen ja ein paar böse Buben von laut Karte gewesen sein. Deswegen möchte ich ganz gerne da auch hoch. Ach, wenn ich da mal hochkommen würde, komme ich leider nicht. Na komm, ich fahre mal mit. Okay, er fährt nicht. Ich laufe lieber. Ganz ehrlich, danke Jungs, meine Füße tragen mich noch. Solange sie dran sind, möchte ich laufen. Außer ich entscheide mich persönlich dazu, dies nicht zu tun. So, mal gucken, wo könnten die hier vielleicht mal... Ah! Das Ding hat auf mich geschossen. Ich will hier hoch, ich will hier hoch, ich will hier hoch, ich will hier hoch, ich will hier hoch. Verdammt, ich bin doch eine Bergziege, lass mich! Oh, ich will gar nicht mal hier hoch, um zu snipern, sondern eigentlich von dem gepanzerten Fahrzeug weg. Ah, hier oben sind es auch, die bösen Buben. Guckt einer, schau. Und da kommt ein Bomber anscheinend. Oh, hier oben sind mehrere. Das heißt, man könnte sehen, dass man sich eine gute Position sucht. Jetzt gucken sie von dort. Ich glaube, ich gehe einfach mal da unten mit hin. Wow. Ah, hinter mir wieder. Ah! Mann! Menno! War gemein! Eieieiei. Ich glaube mal, zu dem Trupp da könnte ich mal gehen. So, Jungs, ich komme mal mit, ne? Ich hoffe, ihr bringt mir Glück. Zoom mal gleich auf 14-fach. Und er lebt doch. Ich krieg eine Krise. Ich krieg eine Krise. Es kann nicht wahr sein. Habe ich ihn? Yes. Yes, ich hab ihn. Oh mein Gott, ich hab ihn. Und da, ja. Ach, da stand noch einer. Ich hab den da hinten gesehen, neben dem Gebäude. Aber den hier direkt vor meinen Füßen? Nicht. Ma! Egal, ein Kill mehr auf dem Weg zum Geradezug und auf den warte ich ja eigentlich. Sehnsüchtig. Sehnsüchtigst, könnte man ja fast schon sagen. Ich glaube, ich fahre mal Panzer mit. Mal gucken, ob wir damit was, ob ich hier was reißen kann, weil diese Map, ich weiß nicht so ganz genau, ob ich hier als Bordschütze so gut kommen könnte. Da habe ich auf jeden Fall eben noch jemanden gesehen. Da waren sie doch, die Bösen. Da. Yeah, Baby! So, das Problem ist, dass ja auch einer ausgestiegen. Ich warte ja eigentlich darauf, dass der ausgestiegen ist, sein Gesicht zeigt. So, dass ich auf den schießen kann. Ei, von wo kam das? Na oben, markiert. Das Markieren gewöhne ich mir so langsam sogar relativ an. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, damit meine Teammates wissen, wo ich die Gefahr gesehen habe. Zumindest ein Dienst, den ich machen kann, bevor ich in der Regel draufgehe. Boah! Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Geduld beweist, hat man auf so einer großen Map unter Umständen gute Chancen, etwas zu reißen. Ich weiß nicht, ob ich da sein möchte. Wo möchte ich eigentlich sein? Nee, da möchte ich nicht sein. Ich möchte mal... Naja, ich gehe lieber dahin. Da werde ich mit Sicherheit gleich wieder drauf gehen. Aber tun wir mal so, als wenn ich hier hingehen möchte.
Habe ich da was gesehen? Irgendwo habe ich aber nicht was gesehen. So, gucke, gucke, looky, looky, looky. Sehe nichts, ich sehe nichts. Darüber da. Einsatzziel Bravo wurde gerade neutralisiert. Feuerschütze, okay. Hilfe zumindest. Da hinten kommen sie aber an wie die Ameisen. Einsatzziel Bravo wurde erobert. Ne, ich glaube da. Das kann ich mal hier lassen. Das Paket könnte Spaß machen. Ansonsten gehe ich ja einfach mal in dem Ding hoch. So, mal gucken. Ich habe da gerade noch jemanden gesehen. Also ging die da. Nee, zu weit weg. Glaube ich, ein bisschen mehr Z-Ring drauf. Dann müsste das doch eigentlich klappen, mehr oder weniger. Ah, komm! Ein Soldat wurde gerade vom Feind als HZ getaggt. Okay. Ui. Ich mach erstmal hier schön über Stock und Stein. Ich möchte mal zu E hin, da wo wir gerade unser Ziel gesetzt bekommen haben. Einfach mal gucken, was da los ist und vielleicht, ob ich da was machen kann. Und vielleicht habe ich ja Glück und irgendjemand läuft schön in meine Claymore rein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Da. Ah, verdammt! Und er hat überlebt. Verdammt. Von wo kommen die Schüsse? Ich sehe ihn nicht. Oh! Tio ist wieder. Ich habe ihn einmal wenigstens, glaube ich, gehittet. Mit der Pistole. Ei. So. Ja, ich glaube, ich gehe mal direkt hier nach... Einsatzpunkt verloren. Mist! Los. Und wieder auf E. Ich möchte da gerne mal wieder was erobern. So, da, der müsste noch da sein, der Napp, der mich da gekillt hat. So. Das Problem ist da jetzt hier einen vernünftigen Weg hochzuführen. Ach Gott, das gibt es doch nicht. Warum bewegen die sich eigentlich immer in dem Moment, wo ich abdrücken will? Ah, da kommt ein Panzer. Mist, und zu zweit. Mist. Da möchte ich gerne hin, dann bin ich nicht ganz im Getümmel drin, oder? Den nehmen wir. So. So, Z-Ring nicht vergessen. Es gibt's doch nicht. Der Schuss hätte doch eigentlich noch sitzen müssen. Und da sind sie wieder zu zweit auf jeden Fall. Ah! Ei, caramba. Ja, komm. Go. Go. Irgendwo hier müssen sie doch. Hier sind ganz bestimmt irgendwo welche. Ich rieche es regelrecht. Ich rieche es, aber ich sehe nichts. So, Z-Ring machen. Das vergesse ich sonst wie der. Wir haben gerade Einsatz zum Punkt verloren. Ey, komm, das war doch ein Treffer. Der muss doch gehittet haben. Damn it. Ich müsste einfach mal mehr die Köpfe treffen. Ich glaube, dann sehe ich hier auch alles mit meinen Hits besser aus.
Grump, vielleicht wird es ja irgendwann dem Noob gelingen, dass er deutlich zielsicherer wird. Im Moment ist es leider ja noch nicht vorhanden, aber sowas kann man nur durch regelmäßige Spielen erlernen. Wobei mir schon eher das größte Problem liegt. Ich brauche zu lange zum Zielen auch, würde ich behaupten. Aber ich möchte halt einen sicheren Schuss abliefern. Nein, von wo? Von wo? Ach nein! Den hätte ich bestimmt weggekriegt da unten jetzt. Ah! Mein Gemeinheit! So, komm, auf die nein! Auf die Granaten, da kann ich irgendwie doch getrost verzichten. Aber schießt ihr doch auf uns, oder? Von wo zum Teufel ist? Hier oben ist gerade keiner. Das will ich jetzt erstmal wissen, nicht, deswegen gehe ich hier auch hoch. Feindliche Drohne gesichtet. Schieß sie ab! Scheiße! Ich denke nur, oh, da ist einer. Wirklich so meine Gedanken gerade waren, da ist einer, er ist sehr nah. Nimm lieber die Pistole statt des Scharfschützengewehrs. Oh mein Gott, heute ist nicht mein Tag. Heute ist echt gar nicht mein Tag. Ah, da. Okay, den Armer sehe ich gerne, muss ich zugeben. Ein Panzer, ne? Ein Panzergefährt, das das andere penetriert, so, ne? Gnädige Idee. Oh ja, toll! Zurückgeholt sogar! Da hätte ich jetzt doch ganz gerne eine andere Waffe für den Nahkampf mal gehabt. Ey, dieser Posten ist ja fast schon verloren. Hier hat man ja gar keine Chance. Ei, Kramba. Also wenn man mittendrin ist, kann man das, glaube ich, an der Stelle im Moment getrost vergessen. Ich steig mal ein und steige ich direkt auch raus. Und dann versuchen wir es erneut in die Richtung da. Mann. Genau wo der Kollege ist, von da oben würde ich ganz gerne rangehen. Zumindest im Gebäude hier scheint auch wer zu sein bei D. Okay. Lalalalalala. So, mal hier schön über die Felsen und ein bisschen Deckung. Der war doch mal einigermaßen nett. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Scharfschützen südlich deiner aktuellen Position. Ja, wo ist der? Da war doch gerade bestimmt. Ich meine, ich habe da was. Ah, No-Scope wollte, also beziehungsweise Quickscope wollte ich gerade drauf drücken. Ja, wer zuerst sie trifft, zuerst in der Regel. Ja, gut, außer ich bin's. Wenn ich jemanden zuerst sehe, warte ich meistens noch zu lange. in das Fahrzeug da rein versuchen. Kann man. So, komm. So. Warte mal, da war doch gerade einer. Da hat sich doch gerade ein Bube noch hinterge... Ich weiß nicht, auf die Aktion bin ich gerade fast schon ein kleines bisschen stolz, dass das noch irgendwie funktioniert hat. Ich weiß ja ganz genau, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu lange hier rumkaspern werde. So. Wie würde ich es bei DC machen? Ich würde im Busch stehen und warten. Mit so einem Gewehr. Uah! Danke für die Deckung. Ja, die hätte ich, glaube ich, nicht gebraucht. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Echo. Sehr schön. Das Ding haut natürlich direkt ab. Und nimmt keinen mit von uns. Mäh! Ach, das Motorrad.
Ist er eine Motorrad? Uah! Von wo kam der? Weg hier auf jeden Fall jetzt mal so langsam. Ich will mal hier eine andere Gegend sehen als diese hier. Dem müsste schon wieder... Pfeilschmeißen mit Granaten. Geil! Ah, schön. Panzergefährt, da möchte ich gerne hin. Auf D. Mal irgendwie so B oder sowas im Alleingang holen. Das wär's doch mal. Aber ich kenne meine Skills nicht möglich. Ja, brauchst du nicht so langsam an mir vorbeifahren? Ich gehe in diese Richtung. Hier schön durch. Dürfte der primär sicherere Weg sein. Ah, lalalalalala. Von wo kamen die? Von wo kamen die Schüsse? Feindliche Rakete im Anflug. Ich wiederhole. Rakete im Anflug. Ich weiß es nicht. Und das ist das, was mir gerade nicht gefällt. Hoppala, so. Okay, durch geht's, rauf geht's, gucken geht's. Jetzt wäre ich lieber gerade Sturmsoldat, muss ich zugeben. Denn ich stürme hier ja. Mit meiner kleinen treuen Pistole, mit der ich doch schon ziemlich viele Kills hingekriegt habe. Und das war leider kein Kill, den ich hingekriegt habe. Ach, der lag da wirklich. Ich habe gedacht, der wäre tot. Mist! Gut gemacht, Jungs. Gut gemacht. Von hinten rangehen wäre noch eine schöne Methode. Ah, Sturmsoldat. Ich wollte doch wechseln. Okay, versuchen wir es halt nochmal so. Okay. Lebst du noch oder lebst du nicht mehr? Ne? Ich hoffe mal nicht, dass du noch lebst. Da oben. Okay, so. Mal sehen, ob das die Granate da oben so macht. Und jetzt sind wir wenigstens schon mal drinnen in dem Bunker hier. Okay, den haben wir. Ich bin gerade etwas ruhiger, weil ich wirklich versuche, konzentriert hier reinzugehen und vorzugehen. Ich habe einen feindlichen Soldaten nördlich deiner aktuellen Position gesichtet. So, wie sieht's aus, Jungs? Nur mit Pistole fühle ich mich hier auch nicht gerade sehr hyperwohl, muss ich zugeben. So geht das, my friend. Wenn ich jetzt eine Granate... Oh, ich habe eine Granate. Das ist doch schön. Ah, schade, den hätte ich da gekriegt. Ich glaube, das war doch jetzt mal ein brauchbarer Angriff, mal ausnahmsweise von mir. Eieieiei. Sehr schön. Da unten geht's auch wieder ordentlich her. Und ich nehme wieder nicht einen Sturmsoldat, weil ich jetzt irgendwie erstmal Panzer fahre. Und wahrscheinlich dann, dass er wieder auf entfernt bin. Von wo kamen die ganzen Schüsse? Einsatzziel Alpha ist verloren. Supi, ja, Alpha wäre auch mal ganz nett, wenn man das mal kriegen könnte. Zotac hat eine
Ich glaube, das war... Also den kleinen Angriff da, den wir da hingekriegt haben, der war doch mal ganz nett. Müsst ihr zugeben, oder? Da habe ich mich doch mal wenigstens nicht ganz noobig angestellt. Sondern nur halb. Okay. So, mal gucken, ob wir den kleinen... Da, 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 da. Das gibt's nicht. Hat er eine bessere Ping oder was? Ich meine, ich hätte zuerst abgedrückt, oder zumindest zeitgleich. Ich glaube, ich gehe mal nach B. Von B jetzt einfach mal nach A für die Abwechslung. Ich will ja noch was von der Map hier sehen. So, A liegt dann in der Richtung. So, schauen wir hier mal schön rüber. Wow! What? Der könnte von da oben gekommen sein. Anscheinend ist nördlich deiner Position feindlicher Helikopter. Ah. Wir haben gerade die Kontrolle über einsatz Team Golf übernommen. Ja, bitte, es geht doch. Und sogar mit einem Heady. Den Patzer habe ich irgendwie nicht ganz gesehen. Mist, den habe ich irgendwie übersehen. Oder ich wollte ihn einfach nicht sehen. So, mal gucken, mal kicken. Gehen wir auf jeden Fall wieder bei B rein. Ich bleibe jetzt auch, weil jetzt höchstwahrscheinlich mehr Distanzkampf kommt auf der hier. So kurz gehustet. Und während ich jetzt da hochlaufe, trinke ich was. Und während ich trinke, werde ich wahrscheinlich abgeschossen, weil ich mich da nicht wehren kann. Hui, Düsenjäger. Lalalala. Schöne Gegend. Hier könnte man eine schöne Base bauen. Eieieiei. Feindlicher Bomber eingesetzt. Wow. Ich kann nicht so fliegen. Das weiß ich. So, mal flott den Blick rüber. Nein! Ich bin gar nicht da. Du hast mich nicht gesehen. Ich war nur eine Fata Morgana. Das Ding stellt sich auch genau dahin, wo ich durch muss, ne? Fuck! Ich habe keine Ahnung, ob ich den sprengen könnte. Wäre ich da schnell genug? Wahrscheinlich nicht. Ich bei ihm bin ich tot. Das heißt, ich kann... Oh, da ist noch einer. Das heißt, ich kann... Könnte eigentlich nur den... Da haben wir doch jemanden. Hallo, mein Kleiner. Komm, 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 komm. Okay, zumindest die Killhilfe bekommen. Und mein Hauptärgernis ist aus dem Weg geräumt. Das heißt, wir werden jetzt mal rüberlaufen. Oh, da kommt das nächste Ärgernis. Einfach mal den da hinsetzen und vielleicht habe ich Glück und er sieht mich nicht. Zumindest lang genug nicht, dass ich hier in dem Gebirge in den Gefelsformationen verschwinden kann und mich dann anschleiche. So. Ich weiß nicht, ob das was wird. Kommt! Ah, schade, schade, schade. Schade, Panadi. Das war. Mit dem Bein hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber man muss ja hier mit einem rechnen. Zumindest kann ich jetzt von B dahin wieder laufen. Kann hier nicht mal bei A jemand sein? Da möchte ich mich ganz gerne mal hinporten. Oder ich gehe mal von C. Sightseeing-Tour fortsetzen. Der Commander ist offline. Ist aber nicht schön. Jetzt kriegen wir hier noch nasse Füße. Mann. Und da oben läuft was. Da läuft's. Ah, da läuft's. Ist gut. Aua.
Na, die habe ich erledigt. Yeah, Baby. Oh, da oben ist was Böses. Da ist ganz viel Böses gerade. Das ist mein Problem. Okay, solange sich der Panzer darum kümmert, könnte ich mich da vielleicht sogar halbwegs hinschleichen. Die Musik spielt langsam ein, das heißt, wir werden unserer Niederlage immer näher rücken. Ich würde aber gerne noch mal einen sehen, einen, den ich noch... Schade! Ja, da hat mein Team leider verloren. Sehr schönes Spiel. Hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Und mal jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ich hingekriegt habe. Viel war es, glaube ich, nicht. So, was haben wir denn? Aufklärer, ein bisschen was mit Panz. Schützenpanzer habe ich mal wieder ein bisschen was geschafft. Oh, da habe ich jetzt die Thermaltarnung. Sehr nett. Präzisionsgewehre ein bisschen was. Pistole ein bisschen was. Offenes Visier ist für das Ding vielleicht ganz nett, aber naja. Jawohl. Und 10. geworden. Ich sag mal so, da kann ich persönlich mit leben als absoluter Noob. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Noob auf dem Schlachtfeld. Bis dahin. Tschüss.